Ho, ho, ho und herzlich gegrüßt im Mai. Es ist Weihnachten auf gewisse Art und Weise. Nicht nur, weil ich jetzt extra für dieses Video diesen ultrageilen Weihnachtspullover angezogen habe. Nein, es gibt auch eine vermutlich weihnachtliche Süßigkeit, wobei man sie sicherlich immer essen kann. Die Hands of My Chocolate in einer Weihnachtsedition. Zimt-Cookie, Milchschokolade. Und ihr seht das ja auch an dem Rentierdesign, an den Schneeflocken, dass es irgendwie richtig weihnachtlich ist. Und ja, weil wir das Ganze jetzt feiern wollen, sitzen wir jetzt eben hier bei, boah, keine Ahnung, 20 Grad. Mir ist total warm. Weil so warm ist es eigentlich auch nicht. Mir ist trotzdem warm. Der Pullover ist warm. Und weil der Pullover warm ist, ziehe ich den jetzt gleich aus. Und wir testen eben diese Schokolade hier, die ich von der Anuga habe, Süßigkeitenmesse. Die es in der Form noch nicht ganz bei uns in Deutschland gibt. Da gibt es die Hands of My Chocolates natürlich schon. Einige habe ich auch getestet. Schaut in Videos. Übrigens auch im Disneyland Paris getestet, zumindest im Hotel. Könnt ihr sehen, wo Food Love genächtigt hat. Jetzt ist ja gerade das Disneyland zu. Na jedenfalls, und vielleicht kommt diese Sorte dann ja auch dieses Jahr zu uns nach Deutschland. Sie wurde zumindest, wie gesagt, gezeigt auf der Anuga. Und deswegen gucken wir sie uns jetzt mal an und ich sage euch, wie sie mir schmeckt und ob es sich lohnt, sie dann vielleicht zu kaufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So. Ich weiß, normalerweise sind es in solchen Filmen oder in solchen Szenen Unterhosen, die rumfliegen oder BHs. Nein, ich werde jetzt hier nicht in Unterhose sitzen, sondern in meinem coolen Doom Eternal T-Shirt, was ihr jetzt nicht seht, und eben diese Schokolade mir für euch anschauen. Guckt doch mal bitte, wie geil sie schon aussieht. Ich muss mal diesen bunten Pullover da weglegen, sonst fällt das hier auf, dass das irgendwie hier rumgealbert wurde. Sie sieht doch wirklich toll aus. Dieses Design ist absolut ansprechend. Hands of My Chocolate gibt es bei Edeka zum Beispiel, habe ich schon öfter gesehen, gibt es aber auch mal bei Rewe. Nicht überall, ist halt nicht so Mainstream wie Rittersport und Co., sondern was Besonderes, sie kommt aus Belgien und belgische Schokolade und überzeugt vor allem durchs Design dieser Segmentform. Das auch die anderen Schokoladen haben, hier jetzt nochmal extra mit so einem Loch und so Deko irgendwie hier drauf. Also alles nochmal so ein bisschen anders. Und ich finde es sehr, sehr cool. Wir schauen mal, was drin steckt. Und ihr seht, es steht sogar auch Deutsch drauf. Sprich, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie auch nach Deutschland kommt. Wir haben Zucker drin, wir haben Kakaobutter, Vollmilchpulver, also schön viel Kakaobutter, das ist gut. Kakaomasse, Weizenmehl für die Cookies, Magermilchpulver, Weizenstärke, Farbstoffe, Karmin und Kurkumin. Kurkumin ist aus Kurmuna, Karmin. Echtes Karmin ist, glaube ich, das aus Blattläusen. Das hier wird dann das Künstliche sein. Elmugatoren, Lecithin, Kemsoberg, Zimt, Glucose, Kokosöl und natürliches Vanillearoma. Cool, kein Zimtaroma, deswegen kann man hier schön beurteilen, wie denn die Zimtnote ist, ohne dass man Aroma drin hat. 0,4% Zimt, wir haben, was ist denn nochmal Nonpareil? Ach, ist doch irgendwie sowas wie diese Zuckerperlen ist das doch ja, soweit ich weiß. Kekse haben wir drin, Kakaobasis haben wir auch und Zuckerware, Milchschokolade, Zuckerware auf Kakaobasis, was auch immer das bedeuten soll. Wahrscheinlich das hier oben drauf. Genau, und das da drunter ist die Mischung. Also sie wird auf jeden Fall sehr sexy, glaube ich, aussehen. Preislich liegen die bei ungefähr 2 Euro, die Tafeln. Ich finde es geil. Und ja, wir packen sie mal aus. Ich will jetzt die Tüte hier nicht zu sehr zerreißen, damit ich noch zu Weihnachten was habe. Das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Ah, hier ist ein Stück abgebrochen. Moment. Damit wir das hier richtig schön als richtig schön präsentiert sehen. Wow, sieht die geil aus. Guckt euch doch mal bitte dieser wunderschöne Schokolade an. Jetzt mal ganz im Ernst, ich verleihe dieser Schokolade jetzt offiziell die Bezeichnung schönste Schokolade ever. Bisschen doof, dass das Stück jetzt hier abgebrochen ist. Alter, wie geil sie aussieht. Ich will mir den ganzen Tag angucken. Sie strahlt richtig schön rot. Und ja, diese einzelnen Segmente kann man wie gesagt abbrechen. Hier kann man jetzt auch schon mal ein bisschen reinschauen, was einen da erwartet. Also jetzt mal wirklich, guckt euch das an. Ja, ich bin begeistert davon. Ich bin wirklich begeistert davon. Und natürlich muss jetzt auch ein Stück probiert werden. Doch vorher muss ich kurz ein Foto machen. Ist das nicht schön? So, jetzt heißt es aber natürlich auch probieren dieser hübschen Köstlichkeit. Eigentlich ein Jammer. Die ist viel zu schön, um sie kaputt zu machen. Wir hören mal rein. Leicht knackig. Dieses Topping löst sich quasi so ab. Mmh, Zuckerperlen. Mhm.
Dann probiere ich gerade mal dieses Rote oben drauf. Es ist wirklich auch wie Schokolade. Das ist nochmal andere Schokolade. Richtig schöner Schmelz. Zimt. Ja, vielleicht irgendwo ganz im Hintergrund. Das kriege ich ehrlich gesagt nicht so viel von mit. Und wovon man viel mitkriegt, sind eben diese Zuckerperlen. Die Kekse knacken vermutlich auch irgendwo. Das kann man hier in diesen Strukturen hier vielleicht erkennen. Aber die Zuckerperlen, die machen hier das meiste dazu. Die sind dann wohl auch rot. Ja, sie schmeckt mir. Es schmeckt aber eigentlich fast nur wie eine Vollmilchschokolade, wo Zuckerperlen drin sind. Ich finde, von Zimt kriegt man wirklich nichts, schrägstrich kaum was mit. Es ist ein bisschen schade. Aber ich oute mich auch dazu. Rein objektiv behaupte ich jetzt mal, ist sie eine wunderschöne Schokolade. Wobei es ist ja auch subjektiv eigentlich. Objektiv wäre zu sagen, dass 5, 6, 7, 8, dass 14 Stücke dran sind. Das ist objektiv. Ich finde sie wunderschön und deswegen finde ich diese Schokolade trotzdem super, auch wenn sie nicht nach Zimt schmeckt. Ich weiß, das kann man so nicht sagen und ich kritisiere auch, dass sie nicht nach Zimt schmeckt. Es ist ein bisschen verschenktes Potenzial, wenn es extra draufsteht, sogar Cinnamon Cookies. Und eigentlich sogar eher diese Nonpareils oder wie auch immer man die Dinge ausspricht, hier hauptsächlich bemerkt werden und nicht die Kekse. Aber sie sieht so schön aus und deswegen ist mir das jetzt völlig egal. Und wir lassen das jetzt einfach mal so hier stehen. Und ich sage vielen Dank euch fürs Zuschauen und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, macht's gut und tschüss.